Ich bin Annegau Buschner. Ich arbeite an der BAM im Direktorium, im Themenfeld Umwelt und in der Abteilung Material und Umwelt. Wenn wir Oberflächen der Fassaden, wenn wir die neuen Energiequellen wie zum Beispiel Solaranlagen anschauen, überall bilden sich mikrobielle Belege. Und wenn wir verstehen, wie diese Belege auf die Materialien einwirken, können wir auch angewandte Aspekte zum Beispiel für Predictive Maintenance oder sowas von diesen Anlagen ganz gut erforschen und nicht nur erforschen, sondern auch für die Industrie einen ganz konkreten Beispiel geben. An der BAM finde ich absolut faszinierend und greifbar, dass wir aus der Kenntnisse der Grundlagen direkt in die Anwendung übergehen können, dass wir aus dem ganz basischen Grundlagenwissen kreieren können, was die Industrie und die Materialwelt von morgen zum Beispiel gestalten kann. Die BAM durch das Interesse an verschiedenen Materialien, die in sicheren Anwendung in Technik eingebracht werden, braucht die Expertise verschiedener Leute. Und sie kommen hier in diesem Institut zusammen, um gemeinsam Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Dadurch entsteht eine gelebte Interdisziplinarität, ein Schmelztiegel ganz verschiedenen Fachwissen. BAM würde ich für die nächsten 150 Jahre wünschen, dass sie auf der nichts vergisst, was sie schon gemacht hat, aber auch immer den Blick nach vorne behält und sich weiterentwickelt als Verbund verschiedener Fachspezialisten.